Die Sonne ist der Stern im Zentrum unseres Sonnensystems und unsere wichtigste Energiequelle. Man geht davon aus, dass sie vor rund 4,6 Milliarden Jahren entstanden ist. Sie ist eine Kugel aus Plasma und ihr Durchmesser ist 109 Mal größer als der der Erde. 3/4 ihrer Masse ist Wasserstoff, der Rest ist hauptsächlich Helium. Dann gibt es noch kleinere Anteile schwererer Elemente wie Sauerstoff, Kohlenstoff, Neon und Eisen. Es gibt tatsächlich eine Theorie, dass die Sonne in hohl sein könnte. Demnach bestände sie nur aus einer Schale aus Wasserstoff und innerhalb befände sich ein Vakuum, das für die nötige Schwerkraft sorge. Einige Ufologen gehen sogar so weit und vermuten, dass sich in ihr eine verborgene Welt befinde, tausendmal größer als unser Heimatplanet Erde. Wäre das möglich? Streng geheim heute mit der Hollow Sun Theorie. Ist die Sonne innen hohl? Die Ursprünge dieser Theorie werden mit dem Ufologen Jeffrey Wolinsky in Verbindung gebracht. Er geht davon aus, dass die Sonne keinen inneren Kern besitzt und daher bald schrumpfen und in sich zusammenfallen werde, etwa wie ein gigantischer zerplatzender Ballon. Er sagt, die Sonne werde einen Eisen-Nickel-Kern durch einschlagende Meteoriten und Asteroiden formen, der es ermöglichen werde, die Sonne von innen zu bewohnen. Der YouTuber Stephen Goodfellow geht noch weiter und spekuliert, dass innerhalb der Sonne sich eine Hülle aus Wasserstoff befinden könnte, darin ein Innenbereich in einem absoluten Vakuum. In einem seiner Videos nennt er 3 Gründe, warum er glaubt, dass er mit seiner Vermutung richtig liegt. Zunächst die Wissenschaft der sogenannten Helioseismologie. Hier analysiert man Schallwellen, die durch Eigenschwingungen der Sonne entsteht und schließt daraus ihren inneren Aufbau. Laut Goodfellow habe man entdeckt, dass die Sonne wie eine Glocke klinge. Dies könne nur entstehen, da sie innen hohl sei. Hätte sie, wie bisher angenommen, einen extrem dichten Kern, würde sie nicht so klingen. Sein zweites Argument ist, dass wenn sich die Sonne durch eine Ansammlung interstellarer Substanzen geformt hätte, dann müsse ihre Eigenrotation deutlich schneller sein, so wie eine Eiskunstläuferin beschleunigt, indem sie ihre Arme einzieht. Die Sonne im Zentrum unseres Sonnensystems müsse die schnellste Rotation haben. Der Gasplanet Jupiter ist der größte in unserem Sonnensystem und ist auch der, der sich am schnellsten um die eigene Achse dreht. Eine komplette Umdrehung schafft er in 10 Stunden. Unsere Sonne hingegen braucht für die Eigenumdrehung ganze 30 Tage. Sein drittes und letztes Argument sind die Verdunkelungen auf der Oberfläche der Sonne, sogenannte Sonnenflecken. Sie seien eine kurzzeitige Verdünnung des Wasserstoffs und Durchgänge zum Innenbereich, dem absoluten Vakuum. Dieses letzte Argument findet bei vielen Ufologen Zuspruch. Insbesondere Eric Dollard von der Sonoma State University. Er sagt, es sei unbestreitbar, dass die Sonne innen hohl ist. Die Sonnenflecken seien Löcher, die es uns ermöglichen, in sie reinzuschauen. Das würde bedeuten, dass im Kern der Sonne gar keine nuklearen Prozesse stattfinden. Wissenschaftler lehnen Sonnenflecken als Beweis für eine vermeintlich hohle Sonne ab. Sie sagen, die Flecken seien in Wirklichkeit gar nicht dunkel, vielmehr seien sie das Produkt von Filter und Linsen, die man einsetzt, um ein sichtbares Bild der Sonne sehen zu können. 18. März 2016. Die britische Zeitung Metro veröffentlicht ein Foto, das die Hollow Sun Theorie beweisen könnte. Dieses kommt von NASAs SOHO-Raumsonde. Man sieht hier eine Linie aus hellem Licht, die durch den Sonnenkern durchzugehen scheint. Diese wird vom YouTuber und Alienjäger The Watcher 252 gesichtet, der zunächst davon ausgeht, es könne sich um ein außerirdisches Fluggerät handeln, einer Alien-Megastruktur. Auch andere Ufologen schließen sich dieser Theorie an. Doch wäre auf dem Foto ein außerirdisches Megabauwerk, das mit Millionen von Solarpanels Energie der Sonne erntet, so müsste dieses auch einen Durchmesser von mehreren Millionen Kilometern haben. Und das ist kaum denkbar. Der Macher der Website UFO Sightings Daily, Scott C. Waring, verfolgt einen anderen Gedankengang. Er sagt, auf dem Foto sehe man eine Art Tür, die UFOs erlaube, in die Sonne zu gelangen und wieder hinaus. In seinem Blog schreibt er: Viele UFO-Forscher glauben, dass die Sonne selbst ein künstlich geschaffenes Objekt ist, mit flammendem Tarnmantel außen und einer massiven, tausendmal so großen Welt wie der unseren im Inneren. Waring sagte, dieses Bild würde der Hollow Sun Theorie Glaubwürdigkeit verleihen. Eine Theorie, über die Ufologen schon seit Jahren diskutieren. Bis heute wird weiter darüber debattiert, um was es sich bei dem unidentifizierten Objekt auf der Sonne handeln könnte.
und ob man damit beweisen könnte, dass die Sonne innen hohl ist. Bis dahin bleibt es ein Rätsel, das Forscher bisher nicht auf plausible Art und Weise lösen konnten. Doch die meisten Wissenschaftler lehnen die Hollow Sun Theorie ab und so wird es wahrscheinlich schon bald eine andere, systematische Erklärung geben. Und wie immer bleibt uns die Wahrheit verborgen. Also ich sag mal so, selbst wenn das mit dem absoluten Vakuumkern stimmen würde, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass irgendein außerirdisches Objekt der Hitze standhalten könnte und in die Sonne fliegen kann. Wie sieht die Sonne von innen aus? Mit Gewissheit kann das keiner genau sagen. Wir haben für euch hier noch die wohl bekannteste Hollow-Theorie verlinkt. Schaut es euch an, ist die Erde innen hohl? Abonniert Streng Geheim und schreibt eure Meinung wie immer unter das Video in die Streng Geheimakten.